Hallo und willkommen zurück zu Splinter Cell Schwarze Liste. Wo wir hoffentlich recht bald mit der Mission fertig sind. Gehen wir. Nicht so schnell. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Ich kann es noch nicht wechseln. Okay, ich versuche so Stealth zu killen, aber es ist nicht leicht. Ein Laulasakel mehr, ein Paladin mehr haben. Ich spiele aber auch zum Aspekt hier. Hat Bildschirm vom Spiel. Die Brille kommt mir verdammt bekannt vor. Okay. Verstärkung falls entdeckt, okay. Nicht entdeckt werden, ist ja also das A und O. Keine gute Idee! Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Wir machen einfach davor. Ich glaube halt nicht, dass hier noch so viele Gegner kommen. Wolke sind immer noch 70 Meter. Immerhin. Ich bin schon auf der richtigen Schulter. Es wundert mich ja vollkommen komisch, dass den Typen nicht verschiebt, sondern dass der immer hier bleibt. Seite. Sam, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Kann ich mich nicht einfach hier unten verstecken? Thank you.
Ich will Namen. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Grim, ich schicke dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. Die sind nicht mehr weit weg. Hört sich so an. Zwei ungestellte Gegner hatte ich. Okay. Ah ja, den habe ich gesehen, nach oder den Quest mäßig. Da. Hab halt hier nichts geschafft. Das ist so strange. Den Endpart kann ich doch nicht wirklich Panther machen. Die sind ja sau schnell. Ich meine, gut, da kommt zwei raus. Die könnte ich Kuhn. Ich weiß nicht, ob das noch reichen würde. Also Kuh markieren. Alt markieren. Ich glaube, markieren war in den anderen Spielen nicht alt. Egal. Jetzt sind das nur 6 Minuten. Ach ja. Egal, wir können sicher noch ein bisschen. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Lass doch den armen Typen, Alter. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Alles klar, Mann. Es dauert halt. Alles seine Zeit. Alles seine Zeit. Aber ich werde hier keine Quest mehr machen. Ja, wir reden nur mit den Leuten oder bei den Part. Ist da oben irgendwas? Nein. Ich weiß ja nicht, wie diese komischen Daten, die ich auch immer einsammeln kann, erscheinen. Ob die einfach bei jeder Quest immer wieder so neu spawnen oder so. Wenn aber andere waren und es ja wohl nicht gemerkt hatte. Keine Ahnung. Hier liegt auf jeden Fall eine. Na, Kumpel? Keine Ahnung, ob du irgendwann mal wichtig wirst. Oder ob du irgendwann aufwachst. Hallo? Hey Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Nach Amerikas Konsum kommt also Amerikas Freiheit. Was könnten wir damit meinen? Ich meine, mit dem Konsum meint sie ja das Wasser vergiften. Was können sie mit Freiheit meinen? Ich brauche Infos über die Anlage. Eine alte Industriemühle. Sam! Lässt du die Analysten Überstunden machen?
Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist es ein Volltreffer? Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. Warte mal, sagt ihr dann dasselbe? Zuerst die gute oder die bessere Nachricht. Ja, tut sie. Oh mein Gott, das heißt also, ich kann... Ist das eine Fangfrage? Ich kann die anderen auch wieder anschauen. Halt mich auf dem Laufenden. Ich sag Bescheid, wenn die Ergebnisse da sind. Ja. Hey. Briggs, ich habe nach dir gesucht. War im Kraftraum. Schon wieder? Normalerweise trainieren mich die Einsätze, aber ich war auf keinem. Das war nicht gerade subtil. Nein, ich mag's direkt. Du wirst schon noch früh genug eingesetzt. Da will unbedingt Leuten den Arsch versohlen. Das wär's erstmal. Klar. Halt mich auf dem Laufenden. Keine Ahnung. Beim letzten Mal hast du dich gedingenst. Da war mein Cousin enttäuscht von dir, ja? Ja, sowieso, da die Coops-Sachen mit Briggs ja anscheinend sogar Teil der Story waren, frage ich mich, ab wann die denn rein logisch gesehen eigentlich gemacht werden sollen. Hey, Fischer. Servus. Corbin. Hey, danke für gar nichts, Fischer. Gar nichts? Ach komm. Du hast eine Zelle, neue Klamotten und lebst noch. Eines Tages komme ich hier raus und dann wird jeder und sein Bruder denken, dass ich dein Hampelmann bin. Wenn du hier rauskommst, dann fährst du in einen Hochsicherheitstrakt ein. Ach, und ich dachte, du setzt mich in einem Kurort ab. Hast du eine Ahnung, wie lange Spitz in dem Knast überlebt? Dann hatte ich doch recht. Du bist gerne unser Gast. Das wär's erstmal. Arschloch. Ah ja. Ich glaube, der ist gar nicht so groß wie er tut. Hey Sam. Ja. Charlie, gute Idee, das mit dem Trikopter. Dann hast du ihn bestimmt aus Dankbarkeit gesprengt. Dafür ist er doch gebaut worden. Ich weiß, aber ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Zu einer Drohne? Du bist irgendwie anders, Charlie. Das meinst du bestimmt positiv. Wollen wir hoffen. Die Sache mit den toten Briefkästen hat sich ausgezahlt, Sam. Wir haben brisante Informationen erhalten und mehrere Terrorattacken verhindert. Jeder unserer Dienste tut so, als sei das sein Verdienst. Charlie, noch ein paar Botschaften, die wir plündern müssen? Nein. Mann, ihr habt einen Shitstorm losgetreten. Im Hackernet fragen sich alle, wer wohl hinter den Einbrüchen stecken mag. Gibt ein paar kranke Theorien. Sorgt dafür, dass es ein Geheimnis bleibt. Klar. Sam, ich würde doch nie... Damit protzen, wie cool du bist und mit deinem Können prahlen? Vic hat dich doch nur deshalb gefunden. Ich sag nichts, versprochen. Danke für alles, Charlie. Gerne. Gute Arbeit, Charlie. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Zeug, das du in die Luft jagen kannst. Das war jetzt aber nicht sehr subtil. Fahrzeug, was ich in die Luft jagen kann. Ja, dafür ist es doch da, oder nicht? Ja. Ah. Aber das, ich meine, das war ein EMP. Die Drohne, es ist logisch, dass die dann abstürzt. Herr Zuschauer, hier Paladin, kommen! Empfang euch laut und deutlich, Paladin. Seid ein ganz schöner Brocken. Hab die Mühle nicht gebaut, ich flieg sie nur. Bestätigt. Freigabe für Landebahn Able 2-3. Ist das eure längste? Die einzige, die für euch reicht. Mein Gott, was für eine Scheiße, die drei Mal haben. Gut. Neue Einstellungen mache ich beim Ausmachen. Soll ich noch was kaufen? Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Graham? Sam.
brauche ich halt nicht wirklich. Schwarz noch brauche ich irgendwann, aber jetzt aktuell nicht. Das wäre sogar... Ja, das sind ja 12.000. Warte mal. Schauen wir mal, ob es anders ausschaut. Ich meine, die Map muss neu laden. Also sollte es ja schon eine visuelle Veränderung haben. Keine Ahnung. Vielleicht auch. Ich brauche Infos über die Analysten. Sam, ich. Lässt du die Analysten Überstunden machen? Hier steht, Upgrade wird durchgeführt. Also wenn das wirklich gar keinen Effekt hat, würde ich halt jetzt nicht so ganz verstehen, warum das Spiel dann nochmal laden muss. Der Raum sieht aber eigentlich nicht anders aus. Also wenn, dann höchstens subtil. War die da schon immer an der Wand, die Kittel? Ich brauche Infos über die Anlage. Sam, ich glaube Charlie... Lässt du die Analysten Überstunden machen? Nuri, stopp. Ladebucht. Kann da Ausrüstungen im Einsatz anpassen, außer auf perfektionistisch. 4E Multiplikator. Was? Okay. Ist das der Bereich da oben? Stellen nicht. Wie das gemeint ist. Keine Ahnung, ich kann mir jetzt noch ein neues Platz geben, aber das ist wirklich unnötig aktuell. Halt mich auf dem Laufenden. Ich sag Bescheid, wenn die Ergebnisse da sind. Das war jetzt einfach ein recht kurzer Part, aber dafür war der andere dort ein bisschen. Das muss man schon. Naja. Guck mal, da oben ist unser Paladin-Level. Und unsere Ausrüstung. Und unser Geld und so. Und stehen hier sonst noch irgendwelche Stats? Ah, aktuelle Herausforderung, Fortschritt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass man das auch ohne die Menüs einfach hier in der Wände sehen kann. Hey, schicke Ihnen die dann. Das ist Multiplayer. Ja, da sind meine Freunde drauf. Das ist, wie viel wir davon geschafft haben, nämlich alles. Das ist der nächste Blacklist-Angriff auf Amerikas Freiheit. Heißt die nächste Mission so? Ne, verlassene Mühle. Machen wir als nächstes. In London. Solo-Kampagne. Na gut, bewerten nicht vergessen und ciao.